Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen Gameplay von Snay. Ich bin gerade jetzt mit einem neuen Charakter hier und kurz schauen, ja, geht. Dass ich jetzt einen Necromancer mache, weil ich jetzt gerade ein bisschen die Amazone, ja, langweilig finde. Das ist einfach, weil sie natürlich nur ballert die ganze Zeit und sie es einfach jetzt gerade schwer hat. Ich will mal schauen, wie der Necromancer dann in Hölle so abgeht. Ja, ich muss eigentlich mega viel grinden jetzt. Ich finde es ein bisschen schade, dass einfach der Schwierigkeitsgrad da noch ein bisschen hart ist, dass er so eigentlich auf dem Höhepunkt ist, oder? Aber gut, mit dem Necromancer wird es hoffentlich ein bisschen einfacher sein, dort durchzukommen. Und danach nicht so auf die Killpoints schauen muss, oder? Ja, momentan ist es natürlich ein bisschen schwer, weil ich noch nichts habe, keine Waffe, nichts. Das ist immer so im Snay-Mod. Aber wir bekommen ein gutes Stück Erfahrung. Dadurch auch ein Level gleich. So. Sehr schön. Holz hätten wir schon mal, aber die brauchen wir nicht. Zum Zuschlagen. Nochmal Bolts, nochmal Arrows. Weiß ich nicht. Geht nicht sehr viel weiter. Noch. Noch nicht weiter, hä? Zuerst alles auf Stärke. Und Skeletten. Machen wir auf Q und auf W, die Skelette. Die können wir maximal nur zwei, okay. Drei. Und die Skelette sind momentan auch noch ein bisschen schwach. Die könnten aber mega stark werden. Ob sie dann richtig gut tanken können, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht so ude hell. Werden wir dann ausprobieren müssen. Ich werde mich wahrscheinlich ein bisschen verskillen. Ja. Werden wir dann sehen. Also, wie ich jetzt alles noch plane, keine Ahnung. Also, ob ich jetzt wirklich Widerstandsschwund oder Altens einsetzen soll. Oder erhöhte Schadenfluch. Keine Ahnung. Und da das weiß, da kann gerne was sagen. Immer noch zwei. Ja, und ich bin immer noch verkältet, also nicht wundern, wenn ich manchmal ein bisschen, ja, Nase zu halt einfach anhöre. Ist also. Ich bin der beste Boxer. So starken Schaden mache. Ist doch sehr motivierend. Ah, jetzt ist die Hölle endlich. Gut. Ablenken bitte. Ja. Das mal mitnehmen für das Geld. Ja, geht noch einige Zeit bis zwei Skelette. Dann. Ja. Noch nicht so viel weiter. Oh, guten Charme schon noch. Ich werde ihn auf jeden Fall auf MF trimmen, damit ich so schnell wie möglich gute Items finde. Also ich werde wahrscheinlich nur Skelette skillen und CE und dann noch Gift Nova oder eher ich denke eher Bone Spear. Bin noch unschlüssig. Aber jetzt einen anderen Charakter habe ich nicht vor. Geht's noch so viel Schaden machen? Als erstes müssen wir jetzt zuerst mal ein bisschen Erfahrung sammeln, damit wir überhaupt schneller leveln können.
Die Gegner sind schon zu hochstufig. Und ja, langsam Items kommen. Irgendwie was stärken, also eine Necrovent hätte ich gerne mit Skeletten. Wird dann schon gehen. Aber bei Snake habe ich immer das Gefühl, ich komme nicht vorwärts so richtig. Das geht hoffentlich mit Necro besser. Ist halt auch ein Hardcore-Mod, also. Kein Zucker schlecken. Manchmal ist es extremst unfair, die Gegner slowen einem extrem und deshalb Necromancer. Ob jetzt die Magier gut genug sind, um wirklich die Elemente noch auszugleichen, also wenn man keine Immunen hat, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Zehe ist in der Pflicht. Und immer wieder Zehe drücken und die Gegner sind schneller dann, als man hinschauen kann. Gegen Bosse, ich muss auf die Skelette, die den Fokus machen. Und so Skill Push und so auf C. Ob jetzt das wirklich ganz viel bringt, auf C zu gehen, weiß ich nicht. Also die Prozente gehen schon nach oben. Wie viel Prozent von Gegnerleben Schaden anrichtet. Aber ich glaube, ich habe damals eigentlich ziemlich jeden Gegner one-hitted mit C, die nicht physisch und magisch ihm nun mal. Also schauen wir gleich mal, da brauchen wir nur 3 bei Gift und bei Ding brauchen wir 4. Magier-Skelette gibt es hier nicht, also Magie-Schaden-Skelette. Vielleicht gut tun auch Bone Armor zu skillen. Nee, oder? Ich gehe auf Leben, Charms und so, dann brauche ich Bone Armor nicht. Ja, ich gehe auf Poison Nova. 1, 2, 3. 4. 5, sagen wir das. Ich glaube, das sind nur 33% und das ist 100%. Tut es Piercen? Ist das jetzt wirklich Immunität? Ist das Physical Resistance? Mal 100% oder plus 100%. Dann muss ich irgendwie für die Dinge, also 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, reicht aus. Dann noch ein Golem. Ich denke, Clay Golem ohne Golem Mastery wird ausreichen. Kommt der Leben hier dazu? Kommt irgendwie kein Leben dazu? Doch, auch schon Life Wunde. Ja. Wird sich das lohnen, auf Clay Golem zu gehen? Hier nicht. Auf Blut Golem, der bekommt kein Leben pro Level. Also. Ja, und ich werde natürlich ja so gut wie möglich alles zeigen, wenn ich spiele. Nehme ich hoffentlich auch auf. Kann ich auch aufnehmen. In der Nacht wird es halt nicht gehen, dann farm ich am besten. Das kostet zu viel. Ich will jetzt zuerst mal Tom kaufen. Und ja, dann müssen wir einfach so in die Höhle gehen. Das ist natürlich nicht gerade noch komfortabel. So, was haben wir in 9 Minuten? 52, gut.
Das Spiel macht wirklich viel Spaß, ist aber nicht gerade so supportend beim Frust und so. Also, ist ein bisschen frustrierend, der Mod. Dafür einfach der beste Mod. Da noch Anpassungen gäbe, wie zum Beispiel ja, ein bisschen Balancing und so. Das wäre so toll. Ist aber halt nicht immer möglich. Die Motte hören halt relativ schnell wieder auf. Machen eigentlich nicht so viel mehr. Seltsamer hätte also, denke ich, ganz aufgehört. Irgendwas noch zu modden oder so. Weil er natürlich auch eine Familie hat und alles. Aber er einfach keine Zeit nehmen will, denke ich mal. Meine Familie muss nicht 24 Stunden betreut werden. Man weiß ja nicht, vielleicht sind sie ja krank oder haben irgendwelche Probleme, die Kinder. Ich hätte keine Lust. Weil halt vieles einfach mit Skripten ist und mit Tabellen, hat man nicht Lust, da weiterzumachen. Aber ich würde es weinen, wenn er weitermachen würde. Ist ja, glaube ich, auch schon viel geplant gewesen, aber ich denke, er kommt einfach nicht viel vorwärts. Ist wie Volley bei Cube World. Arbeitet 5 Jahre dran und dann ist es der größte Schrott. Schade, dass Cube World nicht so richtig gut zum Videomachen ist. Und echt langweilig, also es zieht sich ja wie Kaugummi extremst. So schlimm war es jetzt in Hölle. Ja, ich habe keine MF, also ich finde kaum gute Items und deshalb zieht sich es halt echt, aber gut. Nichts machen. Wir bekommen noch viel Schaden von den Schlägen über. Wir sind halt ein Magier. Aber wir müssen bald nicht mehr im Nahkampf kämpfen. Wir kämpfen. Was machen die Skelette? Dann mit Bravour. Also, aber Stärke müssen wir noch skillen, damit wir gleich mal die Items auch ausrüsten können. Ja. Also wir müssen wirklich 60 investieren, um irgendwie 10 Skelette zu haben. Puh, also jetzt sicher mal auf 10. Das erste Skelett. Nächstes Skelett. Denke, ich mache dann mehr Videos, wenn er dann mal abgeht, aber am Anfang ist es halt ein bisschen am Ziehen. Wenn man halt noch langsam ist. Wieso müssen Spiele eigentlich gezogen sein? Kann man nicht, ja, schnelle durchspielende Spiele entwickeln? Es muss immer so lange gehen. Es wird man immer Zeit haben. Die Gamer wollen irgendwie die ganze Zeit dran hocken. Ja, über Jahre und so. Die besten Games, die ich kenne, die fressen zu viel Zeit, ohne dass man irgendwas machen kann. Und einfach der Content nicht stimmt. Naja. Ich habe immer Spaß am Gamen, also. Ich bin halt einfach so, das ist so ein bisschen Signal, also, dass ich es nicht ganz so mag, wenn man jetzt zum Beispiel nur grinden muss oder so. Dass man da relativ schnell skeptisch wird, ob man jetzt wirklich noch weiterspielen möchte. Tja. Wenn ein Entwickler wirklich lange an einem Spiel arbeiten könnte. Ich bekomme irgendwie auch viele Keys über, weil die Skills noch nicht so stark sind, aber ich muss damit CE die Keys holen und es geht. Wenn ich, falls ich mal noch ja, Battle with Keys oder so verwende. Ja, da bekommt man schon viel Leben und Mana und alles Mögliche. Das ist einfach so die Lebensversicherung. Ich glaube, ich muss bald noch 10, ja, 10 lohnt sich nicht, die machen noch zu wenig Schaden. Jetzt bin ich leider so schwach, dass ich da kaum irgendwie. Also, ich muss irgendwie meiden, angegriffen zu werden. Ich habe noch keine Erholung nach Treffer.
Ja, ne, geht ab. Okay. Ein paar können sie töten. Es zieht sich. Ich wusste nicht, dass die Skelette so schwach sind am Anfang. Und irgendwie muss ich an Geld kommen. Wie viel habe ich jetzt? Ja, ist auf der Bank. Ja, kann ich natürlich nichts dafür. Wenn du mich one-hit mit diesem blöden Novax-Kill. Yes. Bezauber. Hello. Ach, ist das dumm. Ich schau gar nicht mehr auf die Tode. Das ist sowieso ein bisschen unfair, ey. Und jetzt sind die Leichen weg. Oh. It's locked. Langsam nervst du ein bisschen. Ja, wie soll ich die töten? Na komm. Setten wir das. Hello. Ah, jetzt kann ich auch die anhören. Also Physical ist viel besser als Elemental, deshalb nehmen wir die Claudia. Und kaufen ihren Bogen, wenn wir können. Doch die Ringe schon. Kaufen wir den Ring der Resistenzen, ist jetzt noch nicht so wichtig. Hi there. Es hat gerade irgendwie Grafikfehler gegeben. Also Tränke muss ich auch noch kaufen können. Hier einen Bogen. Und für mich eigentlich eine Fernkampfwaffe, aber es gibt keine guten hier. Geht. Die habe ich gar noch nie angeredet. Während Snay. Also, dass ich jetzt Snay wieder spiele mal. Noch nie bei ihm gewesen. Ja, so Packs würden dann vielleicht sich lohnen, wenn man ganz viele sammeln möchte. Also braucht. Dann lohnen sich die. Aber sie brauchen doppelt so viel Platz wie ein Game. Also, ja. Also, ich habe leider noch keine Turm. Nehmen wir jetzt mal Charme noch. Ah ja. Ein paar Case. Also, wie soll ich jetzt das machen? Ja, man dort noch einen und Amplify Damage. Und Amplify Damage möchte ich gerne auf die Kuh setzen. So. Also zeitlich, ja, ist noch cool, ein Problem. Bisschen spielbar. Haben wir noch Probleme noch? Ja, nochmal. War immer froh, also. In Hölle, jeder Gegner hat Frostverzauberung. Und Mana Burn hat's auch immer. Das ist schon besser dann mit Necromancer. Ob jetzt wirklich ganz alles Content machen kann, mag ich bezweifeln. I need mana. Ja doch, er wird schon allen Content schaffen. Wenn man jetzt bedenkt, ich könnte alles auf die Skelette haben. Alles Skills, alle Items auf Skelette. Würde alles schaffen. Und alles auch auf C, also eher C-Vorteil. Also eher Magic und Poison. Also ich muss dann Widerstandsschund nehmen, nicht Amplify Damage. Ich würde mal nur als Case Amplify Damage, wirklich als letztes, als beinahe letztes. Und danach das schon gehen. Ich hätte gerne mal einen Mod, wo man wirklich die Wölfe vom Druid nachverwenden kann, richtig gut. Jetzt geht's gerade mit dem Vorwärts wieder. Also das erste Mal jetzt mit dem Krakt. Könnte ich zum Friedhof? Ich denke, ich werde den Friedhof erst später machen.
jeden Fall muss ich da irgendwie noch Zähne benutzen eher. Also, mach mal Stärken. Jetzt bald 4 Skelette. Ja, die Reichweite muss natürlich noch höher werden. So, den ersten Topaz. Kann ich direkt mal auf MF gehen. Sockel-Items. Die Topaz reinsockeln, dann habe ich MF. Aber es droppen in der Amazone halt immer Necro-Items, die ihn mega pushen. So langsam kann ich mal auf Vitalität gehen, weil sonst überlebe ich die Rosten oder was nicht. Ja. Ein Stash macht. Fels Lightning Resistance, okay. Noch mehr MF haben. Ja, Zähne lohnt sich halt überhaupt nicht, aber. Ja, Immunitäten muss ich da noch irgendwie. Ja, die KI der Skelette, also dass die Magier eigentlich immer wieder angegriffen werden und sterben dadurch. Das ist natürlich nicht so gut. Ich bin ja dann beschäftigt mit CE-Ansätzen. Ja, Kadaver-Explosion ist wirklich langsam. So. Friedhof, kurz ein bisschen umrunden oder so. Ja, jetzt Steine machen. Too many empty graves. Zurück, zurück. Kommt die so viel Schaden? Was macht sie denn? Ach ja, Gary. Und so habe ich keine Malertränke. Ja. Kommt hier nicht? Gegner beim Elf dort. Ich brauche auch Mana, nicht nur du. Ja, es ist zu schwer noch für den Necro. Also bitte jetzt im Handel haben die. Greetings. Nee, er hat immer nur Tom of Identity. Lass mal MF Ring. Und besser. Dann schaffen wir Beta-Steine auch. Mit wenig Mana. Mana alles über die Items. Es lohnt sich kaum in Energie zu investieren. Also vor allem, ja, wir müssen einfach tankier sein als die Bozone, weil wir da, wenn wir getroffen werden, halt einfach zu viel Schaden bekommen. Können ja Geschosse sein, können ja Magie sein.
AOE-Angriff und so weiter. Alles Mögliche, da muss man schon genug zäh sein. Die Items halt einfach nicht die Zähigkeiten bieten, wie die Amazone sie hat. Ja. Ich hoffe, ich finde relativ schnell die Trance-Rüstung. Dann macht sich alles ein bisschen einfach. Ja, Boson, du musst. Boson. Jäger, du musst ein bisschen schneller sein, hä? Du hast den Multischuss scheinbar noch nicht. Da wird ein Necron ungeduldig. Das sappert ihm. Bei mir ist wieder Gehämmer unten drunter in der Wohnung. Ah. Die einfach mal ein bisschen still sein könnten, nicht immer die ganze Zeit irgendwas machen müssen. Aber immer wieder Probleme mit den Kindern. So richtig eine Familie, was irgendwie Sachen ausgeben muss. Zum Beispiel Bilder, die wenn man am Ende hängen. Sie nie entscheiden können, was sie denn gerade an der Wand hängen haben. Die ganze Zeit staubsaugen und dann um die Wände klatschen mit dem Sauggriff. Das ist ein Teil, wo eingesaugt wird. Einfach mal ein bisschen weniger hart anecken oder so, würde schon helfen, aber nö. Ah ja, heute melde ich mich beim Heftzern. Schwierig furchtbar. Also wahrscheinlich einer der wenigsten pussyhaftesten Spieler. Das ist wirklich ein richtiger Rowdy. Ja, Rowdy nicht. Ich empfehle jetzt ja niemanden. Aber einfach schnell und zackig und torgefährlich. Und es geht körperlich aus Gesundheit, aber es geht wirklich mir momentan wunderbar. Und dann habe ich schön Abwechslung, dann macht das Game auch wieder mehr Spaß. Ja, es macht schon Spaß, das Game, aber es ist auch manchmal auch anstrengend. Das Gehirn hat schon echt gebraucht, wird, wenn ich noch rede und ganz viele Nebenbeschäftigungen habe, wie zum Beispiel die verschiedenen Features da bei Streamlines und so zu bearbeiten. Alles Mögliche machen für den Livestream. Ja, kommt mal auf Twitch. Ich kann ein paar Zuschauer gebrauchen. Weil meine Videos werden, also meine Livestreams werden noch nicht so gefunden. Also 11. Ich muss 2 oder 3 Mal fette Steine machen, bevor ich da weiter in die Höhle gehe. Skelette sind einfach noch langsam. Fanatismus Aura auf dem Söldner. Und wahrscheinlich Holy Freeze Aura. Der sollte auch viel mehr aushalten als bei der Amazone, wo er mit die ganze Zeit tanken muss. Dieses Waypoint, sehr gut. So, dann beende ich so langsam das Video. Was haben wir denn für? Ja, 29, das ist perfekt. Also, Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss.